Tourguide! Herzlich willkommen, liebe Freunde der Berge! Mountain Guide war wieder unterwegs und zwar waren wir diesmal endlich in der schönen Schweiz, in das Switzerland. Wunderschön. Wir waren da zwar nur ein Wochenende, hatten eigentlich auch nur geplant, also eigentlich waren wir da nur, weil wir Käse kaufen wollten für Bekannte. Und haben uns das natürlich dann nicht nehmen lassen. Klar, Schweiz, man muss Richtung Matterhorn. Wir sind nicht rauf, aber wir haben uns natürlich das kleine Matterhorn gegönnt und wollten zumindest irgendeine Tour mit einer angemessenen Zahl an Höhenmeter gehen, ohne es zu übertreiben und ohne komplett mit der Bahn zu fahren. Und gefunden haben wir Tatsache was, das sogenannte Bettmerhorn. Das Bettmerhorn in der Aletsch Arena, sprich direkt neben dem Aletscher Gletscher. Wunderschön. Also wir sind Tatsache von der Fischer Bahn sind wir hochgefahren zur Fischer Alp und haben von dort aus unsere Tour gestartet. Das sind circa, ja, knapp 500 bis 600 Höhenmeter, je nachdem, wie man diese Tour ausreizt. Also man hat ja da unendlich Möglichkeiten. Da komme ich jetzt dann eher beim Rückweg dazu. Die Aussicht hier schon grandios, absoluter Traum. Grundsätzlich ist die Tour angeschrieben, zu dem Zeitpunkt, wo wir da jetzt auch sind, ist noch keine Schwierigkeit, das seht ihr ja auch, also da gibt es noch nicht viel zu erzählen. Interessanter wird es, wenn man dann diesen Bogen unter der Bettmer Alpbahn oder wie auch immer sie heißt, wenn man da durchgegangen ist und quasi endlich Richtung Aletsch Gletscher kommt. Da ist nämlich ein Bereich, eine Aussichtsterrasse, die ist eigentlich Pflicht, also die ist Pflicht, um da hinzukommen, ist jetzt nicht wirklich eine Schwierigkeit, ja, man braucht Trittsicherheit, es ist kein Kraxeln oder sowas, man darf durch, man muss die Füße ein bisschen anheben, ist aber jetzt nichts Dramatisches, also da kommt jeder hin, also auch mit Familie und so, ist durchaus machbar, überhaupt kein Problem, also bis zur Terrasse und dann natürlich auch zur Bettmer Alb selber, kommt eigentlich jeder. Ihr könnt jetzt hier die Bilder noch ein bisschen genießen. Wir sind jetzt dann auch gleich bei dieser Arena. Man sieht hier die paar Leute. Also da ist viel los. Wundert euch nicht. Natürlich, es fährt eine Bahn hoch. Aletsch Gletscher ist, glaube ich, mittlerweile weltweit bekannt und beliebt. Ziel dieser Tour war aber natürlich nicht die Terrasse des Gletschers. Es bietet sich an, dort Pause zu machen. Aber Ziel ist natürlich das Bettmerhorn. Wie erreicht man das Bettmerhorn? Das Bettmerhorn erreicht man, indem man an der Bettmer Alb, die bewirtet ist und wo auch die Bergstation der Bahn ist, also man kann bis dahin, was man jetzt da sieht, kann man mit der Bahn fahren. Haben wir nicht gemacht, also wir wollten ja diese mindestens, sagen wir mal, 500 Höhenmeter wollten wir auf alle Fälle gehen, sonst wär's mir auch nicht mal ein Video wert gewesen. Weil mit der Bahn hochfahren kann jeder, das zählt nicht. Gut, so, jetzt komme ich endlich zum Punkt, was ich eigentlich erzählen wollte, denn wir nähern uns jetzt auf dieser Stelle. Wie gesagt, an dieser Alp vorbei führt ein Weg weiter hoch und nach circa 10 Minuten kleine Serpentinen, etwas steil, fängt dann auch der drahtseilversicherte Steig zum Bettmerhorn hoch an. Die Wege sind nach schweizerischen Regeln gekennzeichnet, blau-weiß-blau, sollte das sein, oder wie man hier gesehen hat, ein blauer Pfeil. Beginnt alles relativ untragisch, sollte aber nicht unterschätzt werden. Ihr seht es hier, die brisanten Stellen sind drahtseilversichert. Trittsicherheit und möglichst keine Höhenangst wären hier angebracht. Also ab hier hört dann auch der grundsätzliche Familienspaßausflug auf. Also hier sollte man dann schon wieder langsam wissen, was man tut und was man sich selbst zumuten kann. Nichtsdestotrotz ist das aber kein Hexenwerk. Allein durch die Drahtseilversicherungen ist das natürlich alles etwas entschärft worden und durchaus machbar. Es gibt aber brisante Stellen, die werdet ihr gleich sehen. Und zwar fängt das hier an. Da haben sie schöne Holzbretter verlegt, die ziemlich luftig liegen. Also wer hier mit Höhe nicht gut befreundet ist, der kommt gerne mal ins Schwitzen. Ich bleibe aber dabei, in meinen Augen ist das machbar, mit Vorsicht zu genießen. Aber
nicht übertrieben schwer. Ich würde es jetzt auf einem Grad zwischen, ja, von den Touren, die ich bereits gegangen bin, würde ich das als Mittel einstufen, aber für Anfänger, an die sich das ja orientiert, würde ich tatsächlich mittel bis schwer gehen, wenn man denn noch keine Erfahrung hat. Also es gab auch welche, die sind da mit einem ganz falschen Schuhwerk hoch, was ich sehr traurig finde und auch sehr verantwortungslos. In meinen Augen sollte man zumindest das richtige Schuhwerk haben, denn ab hier ist halt nun mal auch hochalpines Gelände, Drahtseil hin oder her. Das darf man nicht unterschätzen. Wer da was falsch macht oder sich vielleicht nicht halten kann oder abrutscht, der hat nun mal einfach verloren. So viel Verantwortungsbewusstsein sollte man eigentlich einem normal denkenden Menschen zurechnen können. Wie ihr seht, es kommen auch kleinere Stellen, die nahe eines Steigs gehen, Schrofenkraxelei. Man darf die Hände auch mal benutzen, sollte sie benutzen, sagen wir es mal eher so. Es bleibt aber im Normalfall, wer da Erfahrung hat, es bleibt alles in einem gewissen Spaß. Faktor mit den nötigen Grundsicherungen, die man einfach drauf haben sollte. Geil ist natürlich, dass man ständig diesen Blick auf diesen atemberaubenden Gletscher und den Gipfeln drumherum hat. Also absoluter Wahnsinn, aber das ist natürlich, es ist der Schwyz. Also wer da ist, nichts anderes zu erwarten. Wer da hinfährt, der will sowas sehen und der fährt auch hauptsächlich deswegen hin. So. Was wollte ich noch erzählen, was unbedingt wichtig war? Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendjemanden, der diesen Gipfel bestiegen hat, also von diesem normalen, weiß-blau-weiß, jetzt sehe ich es gerade andersrum, ich habe es vorhin falsch gesagt, weiß-blau-weiß ist die Markierung, nicht blau-weiß-blau, also hier nochmal Korrektur. Aber, und jetzt kommt's, das Gipfelkreuz, das hier gleich kommt, das ist laut GPS-Koordinaten nicht richtig. Ich weiß nicht, ob das diesen Machern des Gipfelkreuz, die oder denjenigen, die es aufgestellt haben, ob das dem bewusst war, aber das ist laut GPS-Koordinaten nicht der Gipfel des Bettnerhorns. Liegt schlicht und ergreifend daran, weil das Gipfelkreuz nahezu 100 Höhenmeter unter dem eigentlichen Gipfel liegt. Das bedeutet, der Gipfel hat 2,8... Schlag mich tot. Das Gipfelkreuz liegt aber, glaube ich, bei 2750 Metern. Über dem Meeresspiegel. Das kann also gar nicht der richtige Gipfel sein. Wir hingegen sind in dieser Tour und das ist dann auch der Höhenweg rüber zum Eggeshorn. Also wer da sich auskennt, der darf da lang gehen. Das ist ein Höhenweg, ein alpiner Höhenweg. Hier, 2858, da stand's. Das ist falsch. Das ist nicht die Höhe des Gipfelkreuzes. Und wer da was dagegen hat, der darf da gerne mit mir diskutieren und das in die Kommentare schreiben. Aber das ist nach GPS, wir haben es über mehrfache Apps etc., wir haben das getestet. Keine einzige App hat den Gipfel und das Kreuz an dieser Stelle gesehen. Man muss weitergehen. Und das seht ihr jetzt auch gleich. Übrigens sieht man da auch schön das Matterhorn. Das ist einer der Gründe, warum man da oben sein sollte. Aber der eigentliche Gipfel, der kommt nur, wenn man diesem alpinen Hochtourenweg folgt, über die schönen Felsen und Schrofen. Das ist ab jetzt eine hochalpine Tour. Von den Verhältnissen her, ihr seht es auch an der Markierung, weiterhin weiß-blau-weiß. Das wäre jetzt offiziell der Höhenweg Richtung Eggeshorn. Den muss man nicht ganz gehen, um den eigentlichen GPS-Gipfel zu erreichen. Tatsache ist, ab hier hören auch die dauerhaften Drahtseilversicherungen auf. Also man hat das Gefühl, dass man zum Gipfelkreuz hingeführt wird, auch für die Masse eher, sagen wir mal so. Okay, ist tricky da hochzukommen, die Drahtseile entschärfen das ziemlich, auch die Holzbretter machen das möglich. Wer das erreicht hat, denkt, hey, ja cool, aber weiß meistens auch gar nicht, dass das eigentlich nicht der Gipfel ist. Denn der eigentliche Gipfel ist nichts anderes als ein Warnhinweisschild über die Wegbeschaffenheit. Das sieht man jetzt dann später noch. Tatsache ist, da waren zwei Frauen, die lagen zufällig genau an der Stelle, die eigentlich der GPS-Gipfel ist und wussten es nicht mal. Also es scheint tatsächlich gar nicht so bekannt zu sein. Und korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dieser Aussage, dass das Gipfelkreuz an der falschen Stelle steht, richtig liege. Ist einfach so. Kann es nicht anders sagen, weil wir haben es getestet
Und wir wären auch diesen Weg nicht weitergegangen, weil zum Aegishorn war der Weg offiziell noch gesperrt. Ihr habt ja gesehen, da lag ja noch Restschnee bei uns. Und wir haben auch, also wir haben es noch ein Stückchen weiter versucht, aber das ist dann blöd, den Grat lang zu gehen, wenn man dann auf Altschnee rumrutscht. Hat auch keinen Sinn, also sind wir wieder zurückgegangen. Von dem her ist da, also ich kann es nicht nachvollziehen, wieso man da die Höhe hinschreibt an ein Gipfelkreuz, das nicht auf dieser Höhe liegt. Also da ist ja diese Wetterstation oder was immer das jetzt da auch gerade war, was man da gesehen hat, irgendwas für das ist ja glaube ich auch ein Skigebiet, also irgendwas für die Skifahrer wird das gewesen sein, weiß ich nicht, was das ist. Ist ja das noch näher an der eigentlichen Gipfelhöhe als das Kreuz. Also ich ohne Schmarrn, in dem Moment, wo ich das rausgefunden habe vor Ort, ich habe mich schon aufgeregt. Weil man denkt eigentlich, ja, yeah, ist mega cool, man hat den Gipfel erreicht, wunderschöne Aussicht, nur um dann zu erfahren, das ist gar nicht der Gipfel. Und ihr könnt da jetzt wahrscheinlich auch noch eine halbe Stunde drüber reden. Fakt ist aber, ihr seht diesen alpinen Weg. Es gibt noch Drahtseilsicherungen an gewissen Stellen. Es ist ja ein offizieller Höhenweg. Natürlich gibt es da dann auch Sicherungen. Der soll ja in einem wesentlich machbaren Bereich bleiben. Aber es wird schon knackiger. Also da sollte man dann auf jeden Fall Trittsicherheit etc. ist da Grundvoraussetzung. Ab da ist dann schon Erfahrung vorhanden sein. Es macht sehr Spaß, muss ich zugeben. Also es ist wirklich, wer mit der Höhe klarkommt, der wird da eine fetzen Gaudi haben. Weil eben genau dieses Kraxeln und mal über den Felsen und dann muss man doch mal wieder gucken, wo geht man denn am besten lang und so, da steckt viel Spaß dahinter. Aber man darf halt den Ernst der Lage auch nicht vergessen. Also wer da, naja, bis zum Gletscher runter ist schon eine gewisse Strecke, lieber kein Risiko. So, was soll ich jetzt noch großartig viel sagen, während das Video hier schön vor sich hinläuft? Der Gipfel, der eigentliche, ich nenne ihn jetzt einfach GPS-Gipfel, so nenne ich ihn jetzt einfach, ist so gut wie erreicht. Der Abstieg erfolgt auf denselben Weg wie der Aufstieg, zumindest bis zur Bethmer-Alm. Alp liegt daran, da wer nicht zum Aegishorn weitergeht, der sollte am besten dort auch umdrehen. Es gibt aber, der Tatsache so, es gibt die Möglichkeit, den Weg noch ein weiteres Stück zu gehen, um dann über einen kleineren Pfad tatsächlich absteigen zu können, laut Karte. Wir konnten, wie gesagt, nicht so weit gehen, aber das soll es geben. Also das wäre möglich. Man muss nicht bis zum Aegishorn, man kann quasi auf Hälfte der Strecke auch absteigen, direkt zurück zu zur Fischeralp, um von dort dann mit der Bahn runterzufahren. Ganz harte, benutzen die Bahn auch gar nicht. Wie gesagt, wir waren ja eigentlich nur zum Looky Cookie in der Schweiz. Also es war gar nicht geplant, eine richtige Tour zu machen. Deswegen haben wir die Bahn zur Vereinfachung genommen und dachten uns, gut, komm, 600 Höhenmeter, passt schon, ist auch irgendwo eine Tour. Und es soll ja auch irgendwo noch Spaß machen und eigentlich kaputt machen, weil wir mussten am selben Tag auch heimfahren. Macht keinen Spaß da nach 1400 Höhenmetern oder was, ich glaube insgesamt wären es sogar 1600 gewesen, locker. Da macht es dann keinen Spaß im Auto zu sitzen danach und von dem her war das schon vollkommen okay. Ihr seht, man darf auch ruhig, man muss da schon bei der Sache bleiben, sich auch mal festhalten. Also das ist, die Steine sind auch locker, auch die großen sind gerne mal nicht ganz fest. Wie gesagt, das ist schon Hochtourcharakter, geht natürlich immer schwieriger, ist klar. Und viele denken sich, Pille-Palle, ich bin seit 40 Jahren in den Bergen, sowas ist für mich ein Witz. Natürlich, dazu sage ich aber nur dieses Video und alle meine Videos, unsere Videos, wie auch immer, richten sich natürlich an eine Zielgruppe, die nicht seit 40, 50 Jahren in den Bergen unterwegs ist und eben genau sowas auch wissen sollten, dass das hier eben kein Wanderweg ist, sagen wir es mal so. Jetzt müssten wir eigentlich den eigentlichen Gipfel auch erreichen, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir in der Schweiz waren und ich glaube, ja, da vorne hat man schon kurz gesehen, da sitzen zwei und ab da ist dann auch der Originalgipfel.
gekennzeichnet eigentlich durch gar nichts, außer durch dieses kleine mini gelbe Schild, das man da vorne sieht. Und Tatsache, da wo die Frau sitzt und das Schild daneben ist, das ist laut GPS-Koordinaten ab hier, das ist der Gipfel. Herzlichen Glückwunsch, hier haben Sie den eigentlichen Gipfel erreicht. Und zwar unspektakulär und gar nichts. Wenn man weitergeht, sieht man schön, da kommt dann das Eggeshorn, das ist dann schon noch ein großes Stückchen weg. Rückweg, genau, Rückweg gleich Aufstieg, zumindest was diese Steig- und Hochtouren-Variante angeht. Immer schön lang am Aletschgletscher. Der Abstieg selber ab der Bettmeralb ist variabel, also wer Zeit hat, kann das auch zu einer riesigen zu einem riesigen Rundweg ausbauen. Da, es gibt viele Seen, Blausee und etc., was man da alles hat. Also das ist beliebig erweiterbar, also da bleibt euch die Fantasie offen. Und letzten Endes kann ich nur sagen, wir waren in der Schweiz und viel Spaß, genießt es und solltet ihr auf jeden Fall mal, wenn ihr vor Ort seid, solltet ihr das mal machen.